Grüß Gott allerseits zum 9. Rennen der Saison 2015, 2016 an der OSR-Meisterschaft. Ja, ich muss gerade ganz kurz nachzählen, wo wir denn jetzt eigentlich sind. Wir sind beim 9. Rennen, wir sind in Laguna Seca, bedeutet das erste hier in Laguna Seca, die anhand der Qualifying-Ergebnisse ermittelt wurden. Und zum Qualifying, da kann ich euch hier leider nur die allgemeine Aufstellung zeigen, da sich dieses Mal mein Foto nicht ganz als richtig erweist. Da ich selbst persönlich bei dem Rennen auch nicht alle gesehen habe. Deshalb hier die kurze Übersicht. Kane hat die Pole vor Andy. Speedy, sehr guter Dritter. Guschlag, Vierter, auch wieder sehr gut dabei. Renner, der Meisterschaftsführende, in Anführungszeichen nur auf 5. MF Berlin, Sechster, A-Cup, Siebter, VSI von Startplatz 8, Hater, Startplatz 9, bester Audi, das Rheinland Racing Team leider nicht ganz so gut aufgelegt dieses Wochenende, Elias, Startplatz 10, Smedyline, Elfter, mittlerweile Stammfahrer, darf ich auch verlautbaren, Ike, Zwölfter, und Grobi als Strafe nach den Vorkommnissen von Indianapolis, wo er Kane behindert hat und Guschlag abgeschossen hatte, musste von ganz hinten starten. Er durfte die Qualifikation nicht bestreiten. Ja, wie gesagt, ich kann euch hier jetzt leider keine Abstände zeigen, aber es war schon sehr, sehr eng. Also die ersten 9 waren innerhalb von einer Sekunde. Von dem her können wir uns hier auf ein sehr, sehr spannendes Rennen gefasst machen. Und ich würde mal sagen, wir gehen auch direkt rein. Leider haben wir jetzt hier wieder keine Ampel, oder vielleicht sehen wir die da rechts. Ach, rechts oben sehen wir eine Ampel. Perfekt über der Gesamtzeit. Haben wir diesmal auch die perfekte Kameraposition. Und es geht los. Und Kane, sehr gut weggekommen. Andy macht auch gleich die innere Linie zu. Die Startplätze hier allgemein sehr weit auseinander. Und es scheint eigentlich soweit auch alles gut gegangen zu sein. Sind soweit alle durchgekommen. Ja, wie gesagt, die Startplätze sind hier eben sehr weit auseinander, da wir hier eigentlich keine normalen Startplätze haben. Die Strecke wird eigentlich hauptsächlich mit dem Motorradrennen noch gefahren. Eigentlich selten, dass hier noch Autos unterwegs sind, aber es scheint alles sehr, sehr ruhig zuzugehen. Hier in der Anfangsphase. Jetzt kommen wir hoch, den Berg hoch. Zurück Corkscrew. Zum ersten Mal in diesem Rennen. Also hat sich jetzt auch positionsmäßig nicht viel getan. Ich glaube, Smedy hat eine Position gut gemacht gegen Elias. Aber ansonsten scheinen wir nichts Besonderes verpasst zu haben. Ist auch mal schön. Aber ja, auf dem viele Überholmanöver, das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob wir uns hier auf viele Überholmanöver einstellen können, weil die Strecke ist sehr, sehr winklig. Was aber auf jeden Fall wieder sehr interessant wird, wird die Boxenstrategien. Jetzt. Oh, da hat's geknallt! Da hat's geknallt! Da ist Ike, da ist Elias. Wenn ich so viel verraten darf, das wurde mir auch mittlerweile schon zugetragen, beziehungsweise höre ich gerade über den Boxenfunk. Elias, beziehungsweise Andy hat Elias nicht gesehen. Elias stand, oder für Elias stand Andy auf seinem Startplatz noch. Und dann sind sie wohl da aneinander geraten. Grobis Auto auch kaputt, also da haben wir gleich mehrere Wracks. Da ist eben Elias da aufgeprallt und Ike und Grobi konnten nicht mehr ausweichen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Für die drei quasi ist das Rennen schon gelaufen und die drei werden sich jetzt drum streiten, wer im zweiten Rennen von Startplatz 1 losgehen wird. Also, ja, man merkt es doch schon ein bisschen. Wie gesagt, überholen ist nicht ganz einfach hier. Das hatte ich ja schon angesprochen. Aber speziell nach Indianapolis, nachdem es bei den letzten Rennen doch schon sehr vogelwild zur Sache ging, ging auch von der Rennleitung eine kleine Mahnung aus, dass sich doch die Leute ein bisschen zurückhalten mögen.
Weil es natürlich da hinten komplett gekracht hat mit Grobi, Ike und Elias. Das ist unglücklich. Aber sowas passiert dann eben mal, gerade wenn auch mal, wenn das Spiel eben mal einen Fehler drin hat. Ja, aber ich bin jetzt hier gerade bei dem Duell hier, das ist interessant. Also vorne die ersten drei, die können weggehen. Kane, Andy, Speedy, die scheinen den Speed zu haben, da vorne weggehen zu können. Und Renner könnte, glaube ich, schnell als Gutschlag. Ja, aber Gutschlag jetzt auch ziemlich quer. Hält das Ganze hier so ein bisschen auf. Ja? Und Speedy macht währenddessen vorne Druck auf Andy. Das ist auch interessant. Muss man schon ansprechen. Also Speedy, der war in den letzten, also in Indianapolis beim letzten Rennen war er schon stark unterwegs. Er hätte da, wenn es gut gelaufen wäre, auch noch bessere Ergebnisse einfahren können. Jetzt ist er endlich mal vorne dabei. Ich denke, jetzt momentan ist er relativ sicher auf Platz 3 unterwegs. Ich denke, da strebt jetzt hier schon in dem Rennen sein erstes Podium an, beziehungsweise gucken wir mal auf die Rückenzeiten, ja. Da vorne 18.8, 19.1, 18.8. Also die ersten drei fahren momentan ihren Speed. Dahinter reißt es ab. Definitiv, weil ich habe jetzt gerade auch gesehen, MF kann, war die letzte Runde auch schon schneller als Kuschlag. Und Akab ist an der Gruppe dran. Also da scheint sie eine kleine frühe Runde zu gruppieren. Mal kurz drauf, das sind eben dann die vier, dann leichter Abstand zu VSI. Peter versucht auch noch dran zu bleiben und dann ist Maddie, der muss schon abreißen lassen und alle anderen sind eben erst aus der Box raus. Also Ike und Elias schon überrundet. Natürlich unglücklich. Ja, ich weiß gerade gar nicht, auf welcher Gruppe ich dran bleiben soll oder drauf bleiben soll. Weil es ist eigentlich alles schön eng, also Kane, Andy, Speedy. Können wir doch mal schon mal ein bisschen mal auf die Reifen gucken, da fällt mir gerade auf, bei Andy schon 10.9, bei Kane 10.10, bei Speedy auch 10.9. Interessant, hat der Camaro etwa den besseren Reifenverschleiß oder den besten von denen? Weil wir haben jetzt hier auch wieder so ein Spielchen, wer geht in die Box, wer nicht. Oh, da stand Andy quer. Kann Speedy es nutzen? Na, sieht nicht so aus. Ja, das war ja damals der Gedanke, als dieses Wurzelnuten-Format gewählt wurde, dass man doch lernen muss, mit den Reifen auszuhalten, dass man da durchaus die unterschiedlichsten Strategien gehen kann, ob man eben jetzt diesen einen Stop macht oder nicht. Das hat man in den letzten Rennen jetzt auch schon zu Genüge. Wobei wir gemerkt haben, dass beide Strategien zum Erfolg führen können, wenn dann alles zusammenspielt. Rennen wir seinen Kuschlag dran. Um das Thema noch schnell, nein, schließen wir es doch nicht ab, weil Renner ist neben Gutschlag. Hatte die Nase drin, da haben sie sich schön Platz gelassen, aber ist eben nicht vorbei. Aber er ist schneller, man merkt es jetzt deutlich, so, macht Grobi schon Platz. Und jetzt hat er sich auch daneben gesetzt, Gutschlag fährt keine weitere Kampflinie, aber jetzt kann der Konter kommen. Aber der kommt nicht. Ja, Gutschlag, unser Reifenflüsterer sozusagen. Hat jetzt schon, der war quasi der Erste, der das angefangen hatte damals. Ohne Boxenstopp durchzufahren. Oh, oh, da rutscht er neben die Strecke. Oh, ich glaube, leicht eingeschlagen. Ich höre gerade aus dem Boxenfunk, sein Fernseher ist wohl ausgegangen. Beziehungsweise er hat ein elektrotechnisches, elektrisches Problem. Elektrisch ist so schwierig auszusprechen. Ja, das ist natürlich bitter. Jetzt rollt er da rum. Ich hoffe, er steht da niemandem im Weg. Aber Grobi, alle kommen vorbei. Wann startet er wieder?
wollt jetzt in die Box, wenn es blöd läuft. Dann ist das recht gegessen hier, die Sache. Beim Pausenmenü wollt man nun mal in die Box und dann essen wir Box. Also sehr, sehr skurriler Ausfall. Oder Unterbruch. Ist natürlich bitter, aber das gibt jetzt Renner natürlich freie Bahn. Und guckt mal, wie der gleich noch von dem Effekt fährt. Guck mal, wie viel Rückstand hat er denn? Ja, fast 5 Sekunden aufs Baby und Andy. Hier, um genau zu sein. F kann da hinter dem Speed schon nicht mehr gehen. Also die Rundenzeiten lassen auch schon langsam nach. Zwar nur im minimalen Bereich, aber durchaus spürbar. Ja, gucken wir mal, bei Andy ist sogar schon 9,8. Bei K 9,9. Bei Speedy auch 9,9. Sich da vorne auch nicht so viel. Geschlag werden müssen, das sehe ich gerade auf der Karte. Da kommt wieder aus der Box raus, hat jetzt natürlich dann auch eine Runde Rückstand. Jetzt gucken wir nochmal auf die letzte Runde. Oh, Kane schnellste Runde. Ich nehme alles zurück, was die langsameren Rundenzeiten angeht. Aber Renner ist voll dabei, was den Speed von Andy und Speedy angeht. Also das wird hier noch hochinteressant. Genauso was A-Cup machen kann, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil es sieht durchaus so aus, als könnte er schneller als MF. Habe ich schon mehrfach angesprochen, hier ist es eben nicht einfach zu überholen. Eine Möglichkeit ist ja die Corkscrew, aber das ist mit sehr, sehr viel Risiko verbunden. Und dann ja, das Spannendste, was wir definitiv gerade haben, sind die da vorne. Und sieht so aus, wenn Andy und Speedy näher an Kane dran sind. Ja, 20-2, ja, da muss der Kane einen Fehler gehabt haben, einen leichten. Ja, da fast eine Sekunde eingebüßt. Kann natürlich auch sein, dass jetzt das Belauern anfängt. Also tendenziell ist hier die Einstoppstrategie leicht schneller. Es nimmt sich wohl nicht viel, das wurde getestet im Vorfeld. Was natürlich das Problem ist, wenn man eben den Stopp absolviert hat, dass man eben nicht in den Verkehr gerät. Dass man die neuen Reifen auch ausspielen kann. Das ist eben die Schwierigkeit hier, das abzuschätzen. Da muss man schon ein sehr wachsames Auge haben. Und wenn man schon keinen Renningenieur mehr hat, dann muss man da wenigstens ein gutes Auge auf die Karte haben. Aber ich denke, wir sind jetzt hier noch so ja, zwei, drei Runden von den ersten Boxenstops, von den ersten gewagten Boxenstops entfernt. Jetzt ist Speedy wieder ganz nah dran an Andy. Der Mercedes hat einen guten Topspeed. Dafür bremst er sich wieder nah ran. Ja, durchaus interessant mal zu sehen. Oh, Andy da Quersteher, Speedy auch mit Quersteher. Ja, die Autos sind auch nicht die ruhigsten. Und der Renner dahinter, gucken wir noch auf die Zeit. 19,3. Also die fahren alle in etwa das gleiche Tempo. Noch mal zurück. MF jetzt mit persönlich schnellster Runde, 19,0, was sogar die schnellste von denen da vorne war im letzten Umlauf. Vielleicht kommt er jetzt auch so langsam in Fahrt, wenn die Reifen abbauen. Da ist eigentlich alles schon relativ weit auseinander. Peter und VSI sind eben nah beieinander. Mike und Elias sind da beieinander, aber die haben eben auch schon eine Runde Rückstand. Und? Hat es da gerade eine Überholmanöver gegeben? Habe ich es gerade richtig gesehen? Ist Median Kobi vorbei? Ne, der hat eine Runde Rückstand.
Ah, Hater ist an VSI vorbeigegangen. Ich hab doch gewusst, ich hab gerade was gesehen. Ein VSI geht in die Box, da ist vielleicht was kaputt. Oh, da ist jetzt ziemlich quer reingefahren. Das kostet ihm Zeit. Weil an sich wäre es fast schon noch ein bisschen zu früh für den Boxenstopp. Kann ihn natürlich aber nachher auch wieder in eine bessere Position gegenüber Hater bringen. Eben jetzt die Sache. Von vorne ist immer noch alles richtig schön eng beisammen. Man merkt schon, die Meisterschaft bewegt sich auf einem richtig hohen Niveau. Es sind immer noch die ersten 6 innerhalb von 10 Sekunden. Das sind 7 innerhalb von 12. Oh, und das Bedi mit Angriff auf Andy. Oh, da ist er weit innen. Oh, da ist er weit draußen. Der versucht sie zu langsam. Gucken wir nochmal. Ja, Andys Reifen werden schlechter. Da kann sein, dass jetzt seine Zeit kommt. Der Mercedes ist jetzt auch nicht als das reifenschonendste Auto im Feld bekannt. Und der BMW. Ja, beim BMW hat man ja schon anhand von Buschlack gesehen, was da möglich ist. Wir haben übrigens auch von A-Cup den ersten Stop. Oh, da wird auch quer gestanden, da war fast zu weit draußen, Speedy. Das kann auch mal ganz schnell schief gehen. A-Cup jetzt eben hat die Lücke gefunden, da ist Maddy, da ist Kobi. Das dauert zum Beispiel, bis er aus der Box rauskommt, aber VSI ist wohl noch weit genug weg. Damit kann er jetzt natürlich was in Gang setzen. Weil er war dicht hinter MF, dann muss der jetzt vielleicht in die Box, dann geht Renner vielleicht in die Box und dann müssen die da vorne auch mal reagieren. Aber sie reagieren jetzt gleich. 24 Minuten vor Schluss, das ist natürlich so eine Zeit. Ah, die Reifen sind bei 8,7, also es wird ziemlich eng am Ende. Das ist gerade das engste Duell und wir haben Kane in der Box. Das heißt, der geht jetzt auch den frühen Stop an. Damit nimmt er den Bein jetzt natürlich eine Chance. Wir haben Hater auch in der Box. Ja, auf jeden Fall beginnt sich jetzt das Karussell zu drehen. Jetzt wird's spannend. Jetzt werden nämlich die Strategien aufeinanderprallen. Weil ich habe jetzt zwar natürlich gesagt, ja, jetzt wird einer nach dem anderen in die Box gehen, aber durchaus möglich, dass sich jetzt natürlich noch der eine oder andere entschließt. Nö, dann fahre ich doch durch. Wenn die dann mittlerweile auf Position 6 ist, allerdings noch ohne Stop. Ja, gucken wir mal auf Renner. Ja, die nach vorne fahren immer noch gleiche Zeiten, auch wenn sie jetzt so circa eine Sekunde langsamer sind. Wir schnellsten Runden. Oh, Speedy mit Fehler. Hat aber dann ein bisschen Zeit verloren. Und Andy und Speedy bleiben draußen. Also keine direkte Reaktion auf Kanes zwischen Stop. Das ist natürlich auch schwierig zu sehen. Wir haben hier Ike und Buschler. Wird jetzt natürlich auch kritisch, was die Überrundung angeht. Weil oh, ist Buschler. Buschler ist abgeflogen und da ist noch jemand hinterher. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wer. Und wir haben Elias lang. Wir haben Elias langsam. War es Elias vielleicht? Ja. Nö. Da muss doch einer zwischen denen sein. Ich weiß jetzt eben nur nicht wer. Das ist gerade kaum zu sehen. Wir haben VSI, der wieder an Hater vorbei ist. Wir haben ja in die Box geht. Das ist Grobi. Grobi war da wohl mit beteiligt. Also entschuldigt jetzt mein wildes Hin- und Herschalten, aber das war jetzt gerade. Ist natürlich schwer zu sehen, wenn da einer überrundet ist.
den dann auch gleich ins Bild zu kriegen. Also Grobi haben wir in der Box, wir haben Ike in der Box, wir haben Ruschlag in der Box. Da gab es wohl einen Vorfall. Wir haben auch wieder interessant zu sehen, wir haben Andi, der sich von Speedy absetzt. Obwohl Andi immer noch den schlechteren Reifen hat. Also das wird bei Hälfte schon bei 7,6. Selbst 8,7, das ist so ein gefährlicher Wert. Ein ganz gefährlicher Wert. Wir haben Renner ebenfalls bei 8,7. Wo sind die anderen? Wo sind die Stoppler? Wir haben Kane. Der fährt jetzt seine erste schnelle Runde hier auf den Reifen. Mal hin, eine 18,4. Neue schnellste Runde. Eine Sekunde schneller als Andy, der gerade in Führung ist. Also da beginnt jetzt das ein Aufholjagd. Guck mal auf den Rückstand. Das sind nach ganz vorne 24 Sekunden. Wir sind jetzt bei Rennhälfte. Wir haben 15 Runden, wir haben vielleicht 30, 31 Runden. Also noch so 15, 16, dann muss er aber mehr als eine Sekunde mal aufholen. Wir haben Elias in der Box. Jetzt ist es gerade echt schwer, die Übersicht zu behalten. Wir haben A-Cup gegen Smeddy. Smeddy war noch nicht in der Box. A-Cup war in der Box. Jetzt hat Smeddy einen leichten Fehler gemacht. A-Cup mit dem Angriff. Ah, ne. Also, wie gesagt, das ist echt schwer jetzt gerade die Übersicht zu behalten, weil wir haben jetzt doch mehrere Kämpfe, Aufholjagden, die wir im Auge behalten müssen. Wobei ganz vorne Speedy bekommt ein bisschen Probleme. Wir haben Renner, MF, das ist eigentlich alles im geregelten Abstand. Wir haben Kane dann eine Aufholjagd statt und wir haben Smeddy gegen A-Cup. Und das ist momentan, glaube ich, das Duell, das wir hier haben. Ja, weil VSE, da kam gerade nur beieinander, hat sich vor Hater ein bisschen abgesetzt. Dann bleiben wir doch mal bei denen. Weil hier haben wir gerade das spannendste Racing. Hier treffen eben zum ersten Mal zwei Strategiearten aufeinander. Bei Smeddy mit 80, es ist einfach schwierig. Also es ist jetzt hier wirklich ganz großes Gespür für den abbauenden Reifen zu finden, wenn man da durchfahren will. Smeddy fährt Kampflinie, der will unbedingt die Position halten. Und A-Cup sucht natürlich den Weg vorbei. Wir haben Andy vorne in der Box. Oh, das wird jetzt auch interessant. Bleiben wir noch bei denen drauf. Beobachten wir mal den Pfeil. Er fährt jetzt gerade einen Boxenstand ran und Smeddy mit dem Abflug Einschlag. Ja, oh, schade. Da ist er eingeschlagen, hat noch alles versucht, das Auto zu retten. Aber das war's dann. Also es geht weiter, beziehungsweise es wird dann, ja, es wird schon noch weitergehen, er wird es an die Box schaffen. Aber die gute Position, die ist natürlich auch hinüber. Guck mal auf Kane und Andy. Andy fährt gerade aus der Box. Kane hat doch jetzt einiges an Vorsprung für ihn durch den früheren Boxenstopp. Mal die erste Zwischenzeit abwarten, die müsste nach vorne kommen. Jetzt sehen wir mal, wie der Abstand zwischen den beiden ist. Ja, 8 Sekunden. Also 6 bis 7 Sekunden hat Kane ausgebaut in der Zeit, in der er in der Box war. Bedeutet, wir haben jetzt vorne ein neues Führungstrio. Speedy führt das Rennen an. Also der ist hier heute wirklich auf einem sehr guten Weg. Wenn man das mal so anguckt, Andy war mit seinem Stop doch schon sehr, sehr spät dran. Ansonsten alles andere, also Speedy fährt weiter, Renner fährt weiter dahinter und MF fährt auch weiter. Es scheint sich anzudeuten, dass die drei die Nullstopp-Strategie wagen. Würde ich jetzt einfach mal an dem Punkt sagen. Wobei wir haben es ja auch noch anders erlebt in Indianapolis, da sind MF von Kane ja auch ganz, ganz spät aus der Box gegangen. Oh, Smeddy aus der Box gleich wird abgeflogen, kann das sein? Ja, aber diesmal ohne Einschlag zum Glück. Hat
extra Glück gehabt. Weil es natürlich extrem ärgerlich gewesen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal ein bisschen umherschalten hier. Damit wir mal spannende Kämpfe sehen. Beziehungsweise Baby am Überrunden von Ike. Ja, ja, ja. Es ist auch nicht leicht hier zu überrunden zu lassen. Muss man auch sagen. Gerade zu Corkscrew hoch. Weil das sind so ziemlich alle möglichen Linien, ja, möglich. Wenn man da im falschen Moment vom Gas geht und der Hintermann rechnet nicht damit, dann knallt es auch. Ja, jetzt gucken wir nochmal auf die Rundenzeiten. Wir haben Speedy, der jetzt zur Linie kommt. 1,20,8. Also mittlerweile sind wir bei 2 Sekunden langsamer als die schnellste Runde angekommen. Wenn hinten Kane, der zuletzt eine 18,1 gefahren ist. Renner 20,3, MF 21,1, ja, der hat schon nicht mehr viel Vorsprung vor Kane, der hat jetzt eine 18,3. Jetzt warten wir noch mal ein paar Sekunden, bis Andy über Linie kommt, da hat er auch seine erste richtige Runde. 18,1. Also Kane und Andy wieder auf einer Wellenlänge. Und der Vorsprung nach vorne wird immer geringer. Das scheint unser Fünfkampf ums Podium zu werden. Speedy, Renner, MF, Kane und Andy. Die fünf werden das Podium und ich denke auch den Sieg unter sich ausmachen. Wobei MF da jetzt wahrscheinlich die geringsten Chancen hat auf den Sieg. Dahinter ist die Lücke zu groß. Da haben wir A-Cup, der momentan da einsam auf Platz 6 unterwegs ist. Da muss man noch abwarten, wie VSI und Hater dann da jetzt ankommen. Vergleichen wir doch mal die drei. 19-1, 19-1, 19-1. Also die sind wenigstens einer Meinung. Die fahren in etwa den gleichen Speed, sind aber momentan nicht in der Distanz, Angriffe zu starten. Dahinter führt Smeddy das Feld der Verunfallten an. Platz 9, Kobi hat, glaube ich, auch schon eine Runde Rückstand. Wir haben Ike gegen Buschlock. Hatten wir es vorhin nicht auch bis zu dem Crash. Und dahinter Elias. Also quasi ganz am hintersten Ende des Feldes haben wir das spannendste Duell hier in diesem Rennen. Ja, die haben eine Runde Rückstand, weil da ist Grobi dahinter schon. Also das ist echt interessant, sagen wir so. War doch ziemlich gefahren. Oh, eigentlich ziemlich weit draußen. Natürlich die Frage, wo überholen. Buschlag kann deutlich schneller, Elias auch. Gucken wir uns doch mal. Oh, da gab es glaube ich leicht einen Kontakt. Wenn wir uns mal aus der Verfolgerperspektive angucken. Wir gehen jetzt auf die letzte Kurve zu, ist ein unmöglicher Überholpunkt, aber Ike fährt hier Kampflinie. Ja, macht die Linie wieder zu. Jetzt hat Buschlag hier einen leichten Fehler gemacht. Wo ist er? Der ist hinter Elias zurückgefallen. Jetzt können wir doch nochmal aus Ex-Perspektive gucken, beziehungsweise die... Ach schade, ja. Wollte man hier jetzt ein bisschen mit Sonderperspektive ankommen, aber die Hack an sich gibt es leider in der Online-Wiederholung nicht. Das wäre sicherlich interessant gewesen, das zu beobachten. Die drei liefern uns echt ein richtig, richtig gutes Duell. Zwar ziemlich hart geführt, aber... Natürlich werde ich auch die vorne nicht im... beziehungsweise nicht aus dem Auge verlieren. Und im Auge behalten, so wollte ich es eigentlich sagen. Weil... Oh, da habe ich schon was verpasst. Da ist Kane schon auf AMF vorbei. Das ist mir so auf die Stelle jetzt dann doch nicht aufgefallen. Also Kane 18,5. Also Metro ist das erste Opfer. Sozusagen. Andy nur 8 Sekunden hinter MF, aber wir haben ja noch nicht mal viel Zeit. Wir haben nur noch gut 11 Minuten. Das wird echt eng. Das wird richtig, richtig eng.
Go nochmal. 10 Sekunden hat Kane auf Speedy Rückstand. Ja, zwischen Speedy und Renner wird es aber auch enger. Jetzt die letzte Runde war Renner fast eine Sekunde schneller als Speedy. Da fährt noch 19,7 der Renner. Also er ist richtig stark unterwegs. Hat auch noch 7,6. Speedy 6,5 bei den Reifen. Also diesmal könnte sich Renner als Reifenflüsterer auftun. Und oh, jetzt wird's interessant. Kane läuft auf die Überrundungsgruppe auf die Kampfgruppe. Oh, aber dabei ist was passiert. Da ist Ike zurückgefallen. Das könnte es vielleicht gewesen sein mit dem Kampf. Jetzt ist wieder die Sache, wo Platz machen. Kane, der will jetzt natürlich durch. Der will unbedingt durch, weil der muss nach vorne. Der will hier noch den Sieg. Vorne Elias und Guschler, Kampflinie. Ah ne, die lassen beide vorbei, auch gut. Aber gehen wir schnell nach hinten und Ike nutzt das aus. Und ist an beiden wieder vorbei. geschickt gemacht, Ike. Hab quasi die Überrundung ausgenutzt, um sich die Position wieder zurückzuholen. Und jetzt gehen die Spielchen hier weiter, weil jetzt kommt MF auf die Gruppe zu. Währenddessen greift Guschlack oder Elias. Boah, die gehen da fast schon zu dritt nebeneinander. Oh, da hat Elias, glaube ich, einen leichten Stupser gegeben. Aber dadurch jetzt auch die Linie verloren und dreht sich fast weg. MF direkt dahinter. Ja, Elias lässt ihn jetzt schon weiter. Versucht jetzt den gleichen Trick wie Ike. Könnte ich mir durchaus vorstellen. MF kommt auch schon so langsam an. Wir haben jetzt da vorne wieder Ike und Buschlack, ja. Machen wir nochmal einen Blick nach vorne. Das müssen wir natürlich auch im Auge behalten. Kane nur 7 Sekunden Rückstand aus Baby 4 auf Renner. Der fährt zu, ja, 1,5 Sekunden fast schneller. Renner auch immer näher an Speedy dran. Kommt eben MF auf die Kampfgruppe zu. Und da lässt Guschlack schon mal fair Platz. Und Elias schlüpft mit durch. Ja, oh, das war aber schön eng. Interessant wird es jetzt natürlich gleich auch noch, wenn Andi ankommt. Oh, was macht denn MF da? MF lässt die Leute wieder durch. Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Irgendwo ganz merkwürdig. Aber seine Reifen sind auch schon so ziemlich am Ende. Guck mal drauf. 6,4 nur noch. Und er muss immer noch 8 Minuten damit fahren. Also so weit kommt er damit jetzt nicht mehr. Und Andi ist jetzt auch dran. Wie gesagt, der SLS hat Top Speed, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt auch gleich der Angriff folgt. Ja, schert schon aus, MF. Gibt, glaube ich, nicht große Gegenwehr hier. Ja, Andi hat die Nase drin. Ja, ja, das war's auch schon. Also schade für MF. Podium AD, aber ja, schauen wir mal, wie viel schneller ist Akrab. Akrab 2 Sekunden schneller, aber wir haben nicht mehr viel Zeit und 20 Sekunden Abstand. Also wenn, wenn MF nicht der Reifen hier vollends einbricht, dann... Ja, dann hat er hier den 5. Platz sicher. Und vorne wird es immer enger. Speedy, Renner, Kane. Zwischen den dreien wird der Abstand immer, immer enger. Wir haben noch 7 Minuten. Wir haben jetzt Andi, der erstmal durch die Kampfgruppe muss hier.
Gucken wir mal, ob sich da wieder jetzt einer vortut. Guschlag ist jetzt diesmal hinten dran. Da hinten ein bisschen. Diesmal Ike, Elias. Oh! Der eine links, der eine rechts und Andi darf mittendurch. Und Ike hat die Tür wieder zugemacht. Und dahinter geht auch alles gut. Ja, also wirklich richtig schön geschicktes Racing im Überrundungsverkehr. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns wieder vorne drauf. Weil eben noch 6 Minuten und wir haben Kane, der ein Renner dran ist. Kane hat den Sieg hier vor Augen. Fährt 2 Sekunden schneller als die beiden da vorne. Mit 2 Sekunden schnelleren Reifen müsste hier eigentlich ein Überholmanöver ganz gut möglich sein. Die Frage ist nur, wo und vor allem wie schnell. Und wie schnell? Oh, knallhart. Da gab es eine Berührung. Ich hoffe, beide sind okay. Aber da hat er knallhart durchgezogen, angekommen und ich muss hier durch und zack. Ah, Renner jetzt auch nur bei 6-4 beim Reifen. Ist das bei Speedy aus? Eine 5-3. Also die Reifen, die brechen da so langsam ein. Und da Kane jetzt eben so schnell an Renner vorbei ist, das sieht eigentlich ganz, ganz gut aus für ihn. Er muss jetzt nur die Ruhe bewahren. Dahinter Andy ist vielleicht noch einen Schritt zu weit weg. Ja, 14, 10, 11 Sekunden, 8 Sekunden fehlen ihm auf Renner. Das ist schon viel. Vielleicht jetzt noch 3-4 Runden und Kane ist an Speedy dran und greift in die Corkscrew an. Kommt auch noch nicht durch. Speedy wird sich jetzt natürlich auch schwer tun, weil je mehr er jetzt hier kämpft, desto eher kommt natürlich auch ein Renner wieder dran. Okay, wo ist die Lücke? Wo wird es suchen? Und da hinten kommt Andy schon. Und, oh, da ist er vorbei. Ich vermute aber, dass Speedy da einen Fehler drin hatte. Der muss sich da verbremst haben, weil da war ich vorher nicht daneben. Und damit ist Kane hier auf dem besten Weg, wieder einen Sieg einzufahren. Und dahinter geht jetzt der Kampf um Platz 2 los, weil Speedy und Renner sind eben nah beieinander jetzt. Renner hat die Little Friends zugefahren. Speedy letzte Runde noch 23-3. 5-3 jetzt eben beim Reifen. Renner wenigstens noch 6-4, aber jetzt geht der Reifen wohl richtig ein. Kämpfen die beiden aber natürlich mit ähnlichen Waffen. Das ist jetzt das Problem. Kane hatte natürlich deutlich frischere. Konnte deshalb problemloser auch an Speedy und Renner vorbeigehen. Aber die beiden, die kämpfen jetzt in etwa auf dem gleichen Niveau. Da ist die Frage, wie und wo vorbeigehen. Und man muss auch sagen, bei nur 23er Rundenzeit, beziehungsweise 22er, was die beiden jetzt gefahren sind fast. Na gut, 21 von Renner. Da hinten ist ja auch noch Andy. Ja, den haben wir jetzt noch ganz, ganz kurz im Hintergrund gesehen. Speedy fährt Kampflinie. Hinten, ich weiß, ganz hinten tobt gerade auch ein richtig schwerer Kampf, aber tut mir leid, Leute, ich halte jetzt hier mal mehr um Kampf ums Podium drauf. Und jetzt ist er auch vorbei, das hat man gerade kaum gesehen wegen der blöden Kameraeinstellung. Aber jetzt kam er wohl besser aus der Kurve raus. Und dann... Ah ja. Da geht nicht mehr viel. Da sind die Reifen am Ende bei Speedy. Man sieht jetzt auch, wie Renner da gleich wegziehen kann.
Und da hinten kommt noch Andy. Jetzt gucken wir mal, wo Kane ist. Kane ist jetzt in der Corkscrew. Also wenn, je nachdem, wird wahrscheinlich nur noch eine weitere Runde geben. Ja, und Renner kann weggehen. Das passt schon. Hinter ihm Andy. Gucken wir mal ganz kurz, solange die noch nicht beisammen sind. Wir haben MF. Der wieder an dem Runden vorbei ist. Lang ab. A-Cup, der allein unterwegs ist. Wir haben FOSI und Hater, die das ganze Rennen über gemeinsam unterwegs waren. Die sich hier jetzt auch noch einen Kampf liefern. Das ist natürlich auch noch erwähnenswert, zumal jetzt der Angriff von Hater kommen könnte. Nein, kommt er nicht. Beide sind in etwa auf den gleichen Reifen unterwegs. Ganz kurz nochmal durch. Alles andere ist wohl. Ja, gut. Ist wohl soweit durch. Und wir haben Andy gegen Speedy. Und da ist es auch schon geschehen um Speedy. Nur noch 5 zweiter Reifen. Da fällt er doch tatsächlich in den letzten 4 Minuten vom Podium runter. Vom Platz 1 vom Podium runter. Das ist natürlich bitter, aber zumindest den vierten Platz sollte er jetzt noch retten können. Muss gerade echt gucken, dass ich auch wirklich bei der Sache bleibe, weil die Zeit läuft ab. Und wir haben Kane, der jetzt hier auf die Start- und Ziellinie kommen wird. Und die Zeit wird abgelaufen sein vorher. Und Glückwunsch an Kane. Der feiert hier mit einer gewagten, aber ja, guten Strategie den Sieg. Vor Renner der Zweiter wird, da die Strategie natürlich noch gewagter war. Andy Dritter, Speedy Vierter und dann MF vor den Überrundeten bitte. Das sind noch Ike und Elias im Kampf. MF wird Fünfter. A-Cup Sechster, der freut sich auch entsprechend. Oh, bleibt noch an der Wand hängen. Ich hoffe, da knallt jetzt noch niemand drauf. Guschlag ganz vorsichtig dahinter. Und das Duell VSI Hater auf der Ziellinie entschieden. Um eine Zehntel holt sich VSI dann den Platz. Müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben alle. Ja, wir haben alle über die Linie. Und das bedeutet, wir haben eben folgenden Endstand. Kane gewinnt das Rennen. Gut 4 Sekunden vor Renner. Andy hat es leider nicht mehr ganz gereicht. Aber sieht man mal, der eine einstoppt, der andere nullstoppt, der eine einstoppt, dann wieder 2 Nullstoppler. Die Strategien haben sich hier, glaube ich, nicht wirklich viel genommen. Ja, dann gehen wir weiter. Das war eben das Podium. Kane, Renner, Andy. Speedy dann leider doch nur auf 4. MF 5. A-Cup 6. VSI 7. Hater 8. Smeddy 9. Grobi 10. Ike 11. Elias 12. Und Guschlag letztendlich auf Platz 13 und damit der Pole für das zweite. Und dann kommen wir noch zur Gesamtwertung. Also Renner weiter Tabellenführender mit jetzt noch 15 Punkten Vorsprung auf Kane. Also ist immer noch ein sehr gutes Polster. Kane ist eben wieder an MF vorbeigegangen mit seinem Sieg. Dahinter lauert Andy auf 4 mit 69 Punkten. Guschlag und AK bilden das Morgan Racing Duo, das auf Platz 5 und 6 lauert. Und dahinter das große Mittelfeld mit Hater, VSI, Elias, Speedy, eng beieinander, alle 4. Und dahinter Smeddy, Grobi, Ike und Darkboy, doch schon mit ein bisschen größeren Abständen. In der Teamwertung bleibt Sativa Racing Camaro weiterhin deutlich vorne. Morgan Racing hat jetzt auch ein richtig schönes Polster mittlerweile. Beziehungsweise ja, ist jetzt bei dem Rennen natürlich ein bisschen geschrumpft durch die guten Ergebnisse der anderen. Dahinter Sativa Racing Mercedes hat sich ein bisschen absetzen können, wenn auch nur minimal. Dahinter Rheinland Racing und M Racing, also es ist ein ziemlich dichtes Dreierpack da um Platz 3 rum. Und ganz am Ende Gamecore Racing mit 36 Punkten. Morgen dann erst der zweite Lauf in Laguna Seca. Tut mir auch nochmal leid für die verspätete Veröffentlichung, da ich diese Woche echt absolut nicht zum Aufnehmen gekommen bin.
Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder Spaß beim Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.